Was ist ein Dunk? Im Duden steht, der Dunk ist ein Korbwurf, bei dem der Werfer so hoch springt, dass er den Ball kraftvoll direkt von oben in den Korb werfen kann. Okay, also der Duden in allen Ehren, aber das hier ist nicht einfach nur ein Wurf. Der Dunk ist ein Statement, eine Ansage an Gegner, Fans und Teamkollegen. Der Dunk repräsentiert Power und Dominanz. Doch der Dunk diskriminiert. Er bevorzugt Spieler über 1,90 Meter Körpergröße. Der Mann, über den wir heute sprechen, widersetzte sich dieser Diskriminierung. Mit nur 1,68 Meter wurde Spud Webb bereits in den 80ern zur NBA Slam Dunk Legende. Er gewann den Dunk Contest 1986 und beeindruckte damit sogar Michael Jordan. Aber wie schaffte es ein 1,68 Meter großer Spieler überhaupt in die von Riesen dominierte NBA? Das wollen wir uns heute gemeinsam anschauen. Was geht, meine Freunde? Kobe Björn ist am Start. Heute mit einem Video über die Dunk-Legende Spud Webb. Eigentlich heißt er Anthony Jerome Webb und spielte 12 Jahre in der NBA. Mit seinen 1,68 Meter ist er bis heute der viertkleinste NBA-Spieler aller Zeiten. Spud war bereits als Teenager ein herausragender Athlet. Laut eigenen Aussagen konnte er bereits in der Highschool dunken und das gerade mal bei einer Größe von nur 1,60 Meter. Auf die Frage, woher diese unglaubliche Sprungkraft kam, gibt er sich bescheiden. Ich habe es einfach immer wieder versucht, bis es geklappt hat. Es war ein Geschenk Gottes. Doch trotz aller Athletik und Sprunggewalt interessierte sich kein College-Team für den viel zu kleinen Point Guard. So musste er zunächst an einem Junior College spielen. Für alle, die schon mal The Last Chance U gesehen haben, die wissen, unter was für Verhältnissen man dort spielt und wie gering die Chance auf ein richtiges College-Stipendium ist. Spud dominierte nach Belieben im Bereich und gewann sogar die State Championship gegen ein zuvor ungeschlagenes Team. Im Finale scorte er 36 Punkte, doch selbst nachdem er im JUCO-Bereich alles gewonnen und sich als bester Spieler etabliert hatte, bekam er nur ein einziges College-Angebot. An der North Carolina State spielte er dann 2 Jahre und legte dabei 10 Punkte und 5,7 Assists auf. Er meldete sich zum NBA Draft 1985 an, doch auch bei den Profis hielt sich die Begeisterung für einen 1,68 Meter großen Point Guard eher in Grenzen. Erst mit dem 87. Pick wurde Spud von den Pistons gedraftet, allerdings entließen die Pistons ihn bereits vor dem Start der Saison wieder. Spud bekam daraufhin eine Einladung, um bei den Atlanta Hawks vorzuspielen, und nachdem er dort alle anderen Kandidaten zerstört hatte, gaben ihm die Hawks endlich seinen NBA-Vertrag. Gleich in seiner Rookie-Saison schockte der 1,68 Meter große Spud Webb die Basketballwelt. Er nahm am NBA Dunk Contest 1986 teil. Guckt euch mal das Teilnehmerfeld an. Spud war mit weitem Abstand der kleinste Spieler. Außerdem trat er gegen Dominique Wilkins an, der Mann, der sich legendäre Slam-Dunk-Schlachten mit Michael Jordan geliefert und den letzten Dunk-Contest sogar gewonnen hatte. Daher gaben die Kommentatoren dem kleinen Spud auch wirklich keine Chance. 5'7 ist Spud Webb und er wird wirklich die Menge aufhören, aber ich glaube nicht, dass er ein Contestant ist, um dieses Ding zu gewinnen. Ich habe meinen Favorit. Ich glaube, Dominique Wilkins ist going to win this thing. Doch wie so oft ließ Spud die Kritiker verstummen. Sein erster Dunk in der Vorrunde war ein Double Clutch Reverse, den er sich dummerweise aber auf den Kopf dankte. Dadurch sah es so aus, als hätte er ihn verstopft, aber im Replay sieht man ganz klar, dass der Ball durchging. Danach gab es einen weiteren Double Clutch, diesmal aber vorwärts. Kein sonderlich spektakulärer Dunk, selbst für einen kleinen Spud, aber wir befinden uns ja auch noch in der Vorrunde. In der zweiten Runde drehte er dann hingegen richtig auf. Diesen Reverse Alley verstehe ich bis heute nicht. Wie lange steht der bitte in der Luft? Hier sieht man auch wunderbar seine Sprungkraft bzw. seinen Vertical, der am College auf über 1,10 Meter gemessen wurde. Der nächste Dunk war dann wiederum ziemlich locker, reichte aber, um sich fürs Finale zu qualifizieren, und natürlich traf er dort auf seinen Teamkollegen Dominique Wilkins, der mit seinen 2,06 Meter einfach schlappe 38 cm größer war als Spud. Aber das war egal. Spud hatte die Kreativität, das Überraschungsmomentum und er war der Fan-Favorite, weil der Dunk-Contest in Dallas stattfand, seiner Heimatstadt. Aber ich bin ehrlich mit euch, auch ohne den Heimvorteil hätte er gewonnen. Der erste Final-Dunk war ein 360. Ein freaking 360. Weißt du, wie schwer es ist, einen 360 zu stopfen, wenn du den Ball nicht mal mit einer Hand festhalten kannst? Ich verstehe bis heute nicht, wie das physisch möglich war. Der finale Dunk ist dann nicht weniger spektakulär, ein off-the-bounce-Backboard-Alley-Oop. Für diesen Dunk braucht man ein absolut präzises
präzises Timing und natürlich wieder eine unmenschliche Sprungkraft. Guckt euch mal an, wie hoch Spud steigen muss, um diesen Ball überhaupt zu danken. Einfach nur krass, einfach nur Klatsch. Dominik konnte dieser Performance nichts mehr entgegensetzen und so musste er sich missmutig seinem eigenen Rookie geschlagen geben, dazu noch einem 1,68 Meter großen Rookie. Spud spielte nach diesem Sieg 6 Jahre in Atlanta und schaffte den Sprung vom Bankspieler zum Starter. 13 Punkte und 5 Assists legte er in seiner besten Saison für die Hawks auf. Danach wurde er nach Sacramento getradet, wo er diese Zahlen sogar nochmal steigern konnte. 1992 zum Beispiel droppte er 16 Punkte und 7 Assists pro Spiel. Unglaublich, wie er trotz seiner Größe solche Zahlen auflegen konnte. Klar, Sacramento war damals eine der Loser-Mannschaften der NBA. Trotzdem muss man diese Statistiken auch erstmal aufs Parkett bringen. Nach einem kurzen Ausflug nach Italien beendete Spud dann seine NBA-Karriere im Alter von 34 Jahren. Zwar hat er nie Meisterschaften gewonnen oder individuelle Awards abgestaubt, dafür wurde er aber zur Inspiration und Motivation von Millionen Basketballfans, die diese Bilder niemals vergessen werden. Spud hat gezeigt, dass man es auch als kleiner Spieler auf die große Bühne schaffen kann. Außerdem ebnete er den Weg für Nate Robinson, der genau 20 Jahre später ebenfalls als kleiner Spieler den Dunk-Contest gewann, indem er über sein Idol Spud Webb drüber flog. Wenn euch die Story über Spud gefallen hat, dann schaut auch gerne mein Video über Maxi Bogues, den kleinsten NBA-Spieler aller Zeiten, mit gerade mal 1,60 Meter. Das war's jetzt aber erstmal von mir. Danke euch fürs Zuschauen, Leute, und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Peace!